Soll ich es nochmal probieren? Jetzt höre ich Sie, ja. Hört man uns jetzt? Ja. Hört man mich jetzt, oder? Ja, ich höre Sie. Okay, zweiter Start. Also, ich darf Sie sehr herzlich begrüßen zu unserer heutigen Pressekonferenz zum Start unserer hier geborenen Einbürgerungskampagne. Mein Name ist Alexander Pollack, ich bin Sprecher der Menschenrechtsorganisation SOS Mitmensch. Ich möchte Ihnen unser heutiges Podium, unsere Teilnehmerinnen und Teilnehmer kurz vorstellen. Professor Heinz Meyer ist einer der renommiertesten Verfassungsjuristen in Österreich. Wir freuen uns sehr, dass er uns heute online zugeschaltet ist. Schönen guten Morgen. Guten Morgen. Dann darf ich vorstellen Dr. Antonia Wagner. Sie ist Juristin an der Wirtschaftsuniversität Wien tätig und sie ist Expertin in Sachen Staatsbürgerschaftsrecht. Darüber hinaus darf ich drei Betroffene der Nicht-Einbürgerungspolitik in Österreich begrüßen, und zwar Mereme Melaku, Aylin Ayildiz und Mirjana Milenkovic. Alle drei sind Schülerinnen in Österreich und in Österreich geboren. Unsere Kampagne trägt den Titel Ja zur Einbürgerung hier geborener Kinder. Es ist die erste große Einbürgerungskampagne in Österreich und es ist hoch an der Zeit für eine solche Initiative. Anlass für unsere Kampagne sind mehr als 220.000 hier lebende Menschen, die trotz Geburt in Österreich bislang nicht die österreichische Staatsbürgerschaft erhalten haben. Weitere 80.000 Menschen leben seit frühester Kindheit in Österreich, aber haben ebenfalls bislang nicht die österreichische Staatsbürgerschaft verliehen bekommen. Das heißt, es leben mehr als 300.000 Menschen in Österreich, die vom Staat zu Fremden erklärt werden, obwohl sie eigentlich von hier sind. Und jeden Tag kommen durchschnittlich 49 weitere Kinder hinzu, die hier zur Welt kommen, ohne dass ihnen die österreichische Staatsbürgerschaft verliehen wird. Wir müssen uns als Gesellschaft die Frage stellen, wollen wir diese Kinder, die hier zur Welt kommen, weiter wie Kinder zweiter Klasse behandeln? Wollen wir weiterhin Geburtenstationen haben, auf denen das eine Kind Rechte verliehen bekommt und das andere Kind, das am gleichen Tag in der gleichen Geburtenstation zur Welt kommt, nicht die gleichen Rechte erhält? Im Europavergleich ist Österreich derzeit absolutes Schlusslicht beim Zugang zur Staatsbürgerschaft. Laut einer aktuellen Studie belegt Österreich in Sachen Zugang zur Einbürgerung unter 52 untersuchten Ländern gemeinsam mit Bulgarien den allerletzten Platz. Und Österreich ist nur eines von 5 Ländern, das die Negativnote unfavorable erhalten hat. Warum Österreich zu den Einbürgerungsschlusslichtern gehört und wie den hier lebenden Menschen die Einbürgerung schwer gemacht und teilweise sogar unmöglich gemacht wird, dazu übergebe ich jetzt das Wort an die Staatsbürgerschaftsexpertin Dr. Antonia Wagner. Ja, guten Morgen auch von meiner Seite. Danke für die Vorstellung. Ich möchte in den folgenden Minuten jetzt einen kurzen Überblick geben über die bestehende Rechtslage und auch darüber, wie die Frage der rechtlichen Integration von Kindern und jungen Erwachsenen, die im Inland geboren und aufgewachsen sind, in anderen europäischen Staaten gehandhabt wird. Ganz grundsätzlich gilt in Österreich das Abstammungsprinzip. Das heißt, Kinder, deren Eltern österreichische Staatsbürger sind oder auch nur ein Elternteil, erwerben die österreichische Staatsbürgerschaft automatisch. Und das gilt grundsätzlich unabhängig davon, wo sie geboren sind. Bei Kindern, deren Eltern die österreichische Staatsbürgerschaft nicht haben, richtet sich die Staatsangehörigkeit nach dem Recht deren Herkunftsstaaten. Das heißt, sind auch die Eltern staatenlos, ist auch das Kind staatenlos. Und das österreichische Staatsbürgerschaftsrecht sieht jetzt grundsätzlich keine Sonderregelungen für hier geborene oder aufgewachsene Kinder vor. Somit gilt, dass Kinder die Staatsbürgerschaft im Wesentlichen nur im Wege der Erstreckung, wenn diese an die Eltern verliehen wird, bekommen. Die Einbürgerung hängt somit im Wesentlichen von dem Status der Eltern, im Rechtsstatus, deren Einkommen und deren Gesamtverhalten, zum Beispiel im Hinblick auf strafrechtliche Unbescholtenheit, ab. Für eigene, von den Eltern unabhängige Regelungen trifft das Recht kaum Vorkehrungen. Es gibt zwar einige wenige Sonderregelungen, beispielsweise für Findelkinder oder auch für Staatenlose, diese können dann
mit Erreichen des 18. Lebensjahres die Staatsbürgerschaft erleichtert erlangen. Aber abgesehen davon gibt es hier nur sehr wenige Sonderregelungen. Dazu ist zunächst zu betonen, dass Österreich im europäischen Vergleich eben einen sehr hohen Anteil an fremden Staatsangehörigen hat, aber wie schon erwähnt wurde, eine sehr niedrige Einbürgerungsquote. Diese ist maßgeblich zurückzuführen auf Reformen des Staatsbürgerschaftsrechts Mitte der 2000er Jahre, was zu einem rasanten Abfall dieser Quote geführt hat. Also mittlerweile erholen sich die Zahlen leicht, aber sie lagen etwa im Jahr 2019 bei rund 10.000 Personen im Jahr. Und das ist darauf zurückzuführen, dass die Hürden für die Verleihung der Staatsbürgerschaft in Österreich sehr hoch sind. Die allgemeinen Kriterien sind ein langfristiger legaler Aufenthalt, wobei hier schon die Fristen auch im europäischen Vergleich sehr, sehr lang sind. Der Nachweis des sozialen Wohlverhaltens, der Nachweis des hinreichend gesicherten Lebensunterhaltes und weiters eben die Vorlage eines Deutschzertifikates auf Niveau B1, die Absolvierung eines Tests und so weiter. Das österreichische Einbürgerungsrecht sieht auch eine Vielzahl an Ermessensbestimmungen vor, die es den Behörden ermöglicht, trotz vorliegender grundsätzlichen Voraussetzungen doch noch zu einer negativen Prognoseentscheidung zu kommen und die Einbürgerung zu verwehren. Ein ganz maßgebliches Kriterium, welches oftmals in der Praxis eine Hürde darstellt, ist jedoch das des gesicherten Lebensunterhaltes, weil hier die Einkommensgrenzen einfach sehr hoch sind und für viele Menschen realistischerweise nicht zu erreichen sind. Das heißt, die Chancen einer Einbürgerung hier geborener Kinder hängen vom Einkommen der Eltern ab, ganz oft. Und hier zeigt sich, dass viele Staaten mittlerweile dazu übergegangen sind, die Einbürgerung solcher Kinder zu fördern, um eben auch diesem demokratiepolitischen Defizit, dass diese Kinder keine politischen Rechte haben, sozialrechtlich nicht gleichgestellt sind, entgegenzuwirken. Und dazu gibt es im Wesentlichen zwei Modelle, die sich natürlich je nach Staat in den Ausprägungen sehr stark voneinander unterscheiden, aber doch einem Grundprinzip folgen. Das eine ist die Einführung eines eingeschränkten Jus Soli-Prinzips. Jus Soli bedeutet grundsätzlich die automatische Einbürgerung, wenn ein Kind in einem Staatsgebiet geboren wurde. Ein solches reines Jus Soli sieht kein europäischer Staat vor, aber es wird oftmals verknüpft mit der Bedingung, dass die Eltern zum Zeitpunkt der Geburt des Kindes bereits eine gewisse Zeit im Inland aufhältig waren und auch in der Regel über einen unbefristeten Aufenthaltstitel verfügen. Ein solches Modell ist vielleicht einigen bekannt, existiert in Deutschland. Hier werden Kinder automatisch die deutsche Staatsangehörigkeit, sofern die Eltern bereits seit 8 Jahren legal in Deutschland aufhältig waren und über ein unbefristetes Aufenthaltsrecht verfügen. Auch Portugal hat 2020 nochmal erheblich das Staatsbürgerschaftsrecht erleichtert und bürgert Kinder nunmehr automatisch ein, sofern die Eltern zumindest ein Elternteil über einen Aufenthaltstitel verfügen. Das heißt, die verzichten hier sogar auf diese Aufenthaltsfrist. Das andere Modell, das sich auch in Europa wiederfindet, ist die Verknüpfung eines Rechtsanspruches auf die Einbürgerung mit einer Wohnsitzfrist der Kinder selbst. Das heißt, hier gibt es keinen Automatismus bei Geburt oder auch einen nachgelagerten Automatismus. Frankreich zum Beispiel bürgert Kinder automatisch mit 18 Jahren ein, sofern sie eine gewisse Zeit aufhältig waren. Aber dieses Wohnsitzprinzip sagt eben, Kinder, die geboren und aufgewachsen sind, hier reichen die Fristen beispielsweise in Schweden von 2 bis 5 Jahren, können mit Erreichen des 18. Lebensjahres einen Antrag stellen und haben dann einen Rechtsanspruch auf Verleihung. Und das ist ganz maßgeblich, denn bei einem echten Rechtsanspruch auf Verleihung heißt es eben, dass der Staat nicht zunächst das Einkommen überprüft oder die Einbürgerung von noch zusätzlichen Voraussetzungen und vom Ermessen der Behörde abhängig macht, sondern diesen Kindern hier durch Anzeige die Einbürgerung ermöglicht. Beispiele dafür ist eben zum Beispiel die schwedische Rechtsordnung, auch Griechenland sieht ein solches Prinzip vor. Ganz generell zeigt sich, dass die meisten europäischen Staaten mittlerweile zumindest wesentliche Erleichterungen für im Inland geborene und aufgewachsene Kinder haben und Österreich hier auch in diesem Vergleich das Schlusslicht darstellt. Soweit von meiner Seite. Danke. Vielen herzlichen Dank, Frau Dr. Wagner, für diese interessanten Ausführungen zum österreichischen Staatsbürgerschaftsrecht und auch zum internationalen Vergleich. Ich möchte das Wort nun weiterreichen an Universitätsprofessor Dr. Heinz Mayer für seine Einschätzung der Einbürgerungs- und Nicht-Einbürgerungspolitik in Österreich und deren weitreichenden Folgen. Dankeschön. Wir haben ein sehr restriktives Staatsbürgerschaftsrecht. Das wurde ja jetzt sehr deutlich dargelegt.
und eine Verknüpfung dieses restriktiven Staatsbürgerschaftsrechts mit dem Wahlrecht. Das bedeutet, je weniger Menschen die Staatsbürgerschaft haben, desto weniger können wählen. Das ist ein mittlerweile in Österreich ein demokratiepolitisches, aber auch ein verfassungsrechtliches Problem. Wenn ein Großteil oder ein großer Teil der Bevölkerung, der ständig hier lebt und seinen Lebensmittelpunkt in Österreich hat, nicht wählen darf, dann widerspricht das dem Prinzip der Demokratie. Denn Demokratie bedeutet, dass die Menschen, die regelmäßig und überwiegend von staatlichen Normen betroffen sind, auch an deren Entstehung mitwirken können müssen. Der Grund für diese doch sehr außergewöhnliche Situation, auch im Lichte der europäischen Entwicklung, die Frau Kollegin ja dargelegt, liegt meines Erachtens darin, dass konservative Politik diesen Zustand nachhaltig befördert hat. Grotesk wird das Ganze, wenn man daran denkt, wie verbissen auch aus konservativen Kreisen um das Ausländerwahlrecht gekämpft wurde. Da handelt es sich überwiegend um Menschen, die überhaupt keinen Bezug zu Österreich haben, außer dass sie die österreichische Staatsbürgerschaft irgendwann einmal erhalten haben und trotzdem wahlberechtigt sind. Das kann dazu führen, dass zum Beispiel jemand, der in Kanada geboren wurde und nie in Österreich war und auch überhaupt keine Beziehung zu Österreich hat, in Österreich wählen darf. Das ist die eine Seite. Die andere Seite, wir haben sehr viele Menschen, die in Österreich geboren wurden, hier ständig leben und auch situiert sind und nicht wählen dürfen. Das hat zunächst einmal verfassungsrechtliche Aspekte, denn der Artikel 3 des ersten Zusatzprotokolls zur Menschenrechtskonvention garantiert freie Wahlen, bei denen die Entscheidung des Bürgers frei gewährleistet sein muss. Ich denke, man sollte mal probieren, aufgrund dieser Bestimmung die Grenzen des Wahlrechts in Österreich beim Europäischen Gerichtshof zur Prüfung zu bringen. Das scheint mir durchaus lohnend, denn es kann ja nicht sein, dass ein Staat sein Staatsvolk eng hält, einen Großteil der Bevölkerung oder einen großen Teil der Bevölkerung ausschließt vom Wahlrecht und das noch immer im Sinn des Artikel 3 des ersten Zusatzprotokolls gesehen wird. Also das wäre einmal die rechtliche Seite. Die politische Seite, die auch nicht zu vernachlässigen ist, mit diesem System schaffen wir eine Gruppe in der Gesellschaft, der ständig bewusst gemacht wird, ihr gehört nicht zu uns. Ihr seid zwar da, ihr zahlt da Steuern, ihr geht da in die Schule, ihr sprecht perfekt Deutsch, ihr habt alle Möglichkeiten hier zu leben, aber ihr seid Ausländer, müsst bestimmte Beschränkungen in Kauf nehmen und dürft nicht wählen. Ihr gehört nicht zu uns. Wir vertrauen euch nicht. Und das halte ich langfristig für die Integration dieser Menschen in Österreich für äußerst bedauerlich und auch für gefährlich. Dankeschön. Vielen herzlichen Dank an Professor Mayer für diese interessante Einschätzung und auch durchaus drastische Einschätzung, was auch die Auswirkungen auf unsere Demokratie und vor allem auch die Zukunft unserer Demokratie sind. Uns ist es sehr wichtig, auch Betroffene der Nichteinbürgerungspolitik in Österreich zu Wort kommen zu lassen. Ich freue mich sehr, dass wir heute Meremi Melaku, Aileen Aildis und Mirjana Milenkovic hier haben, die alle drei in Österreich geboren und aufgewachsen sind, aber alle drei bislang dennoch nicht die österreichische Staatsbürgerschaft erhalten haben. Sie stehen stellvertretend für immer mehr junge Menschen im Land, die vom Staat trotz Geburt in Österreich nicht als Österreicherinnen und Österreicher anerkannt werden. Ich darf zuerst Meremi Melaku darum bitten, uns zu erzählen, was es für Sie bedeutet, hier geboren zu sein, hier zur Schule zu gehen, hier zu arbeiten, aber bislang eben nicht vom Staat Österreich anerkannt zu werden. Vielen Dank. Ich möchte mich kurz vorstellen. Mein Name ist Meremi Melaku. Ich bin 18 Jahre alt und besuche eine Handelsakademie in Wien. In Österreich bin ich geboren und aufgewachsen und ich möchte auch in Zukunft weiterhin in Österreich leben, weil Österreich trotz meines albanischen Migrationshintergrunds meine Heimat ist und ich mich hier sehr wohl fühle.
Jedoch habe ich leider bis jetzt immer noch nicht die österreichische Staatsbürgerschaft bekommen, doch keiner meiner beiden Eltern diese besitzt, obwohl sie schon sehr lange hier leben, sich hier integriert haben, hier arbeiten und genauso wie alle anderen Steuern zahlen. Somit bin ich auch ohne die österreichische Staatsbürgerschaft vom Wahlrecht ausgeschlossen und von der österreichischen Demokratie. Zudem werde ich von der Gesellschaft auch nicht als Österreicherin angesehen, weil ich nicht die Staatsbürgerschaft habe, obwohl ich hier geboren bin, hier zur Schule gehe und seit über 18 Jahren hier lebe. Nach dem Abschluss der Handelsakademie möchte ich später einmal sehr gerne im politischen oder wirtschaftlichen Bereich arbeiten. Und dafür ist eine österreichische Staatsbürgerschaft eine Voraussetzung. Um diese Staatsbürgerschaft jedoch erhalten zu können, muss man sehr viele Kriterien erfüllen können und ausreichend Geld dafür haben. Wie kurz erwähnt, besuche ich eine Handelsakademie im 5. Bezirk. Am 1. Oktober 2020 hatten an meiner Schule alle Schülerinnen und Schüler ohne österreichische Staatsbürgerschaft dank der Kampagne der SOS-Mitmenschen die Möglichkeit, an einer sogenannten Passegalwahl teilzunehmen. Dort konnten wir alle einmal erleben, wie es wäre, in Wahlkabinen zu wählen. Und wir haben uns für einen Moment als Teil der österreichischen Bevölkerung gefühlt. Für mich war das ein sehr schönes Erlebnis. Danke. Das hat mir auch vor Augen gebracht, wie unfair es ist, dass Menschen mit einem Migrationshintergrund, die in Österreich leben und geboren sind und weiterhin hier leben möchten, so von der Demokratie ausgeschlossen werden, nur weil sie keine Staatsbürgerschaft haben. Da auch ich persönlich in Zukunft weiterhin sehr gerne in Österreich leben möchte, würde ich es für sinnvoll halten, wenn meine Kinder von der Geburt an die österreichische Staatsbürgerschaft bekommen würden, ohne diesen ganzen Prozess durchlaufen zu müssen und damit sie sich von Anfang an in Österreich zu Hause fühlen. Vielen Dank. Ja, vielen herzlichen Dank an Meremi Melako für diese Schilderung. Ich darf das Wort jetzt an die Schülerin Aileen Ayildiz übergeben. Vielen Dank erstmal. Ich möchte mich kurz vorstellen. Mein Name ist Aileen Ayildiz. Ich bin 17 Jahre alt. Ich bin in Österreich geboren und aufgewachsen. Ich gehe hier in die Schule. Ich gehe auch nebenbei arbeiten im Einzelhandel. Und ich musste, als ich mich mal beworben habe, mein Arbeitserlaubnis nachweisen. Und was ich eigentlich sehr unfair gefunden habe, daher ich hier geboren und aufgewachsen bin, nur weil ich keine Staatsbürgerschaft habe und mich nachweisen musste, fand ich es wirklich nicht fair. Und ich wurde auch mal diskriminiert, weil ich keine österreichische Staatsbürgerschaft habe, was mich auch sehr traurig gemacht hat. Ich wurde auch ausgelacht und das war wirklich sehr unangenehm für mich. Und es gibt Jugendliche in Österreich, die die Staatsbürgerschaft haben, aber nicht wählen gehen. Und es gibt auch sehr viele Jugendliche, die keine österreichische Staatsbürgerschaft haben, aber sehr gerne wählen gehen würden, weil sie an ihre Zukunft denken. Und ja, vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Ja, und ich möchte dann Herr Pollack weitergeben. Vielen Dank. Ja, vielen herzlichen Dank, Aileen Ayildiz. Und ich darf abschließend das Wort an die Schülerin Mirjana Milenkovic übergeben. Vielen Dank. Hallo. Ich heiße Mirjana Milenkovic und ich bin 17 Jahre alt. Ich wurde hier in Wien geboren, habe aber serbische Wurzeln. Ich lebe schon seit meiner Geburt hier, könnte mir auch nicht vorstellen, in Serbien zu leben, da Österreich einfach meine Heimat ist und ich mich wie eine Österreicherin fühle. Ich bin mit der österreichischen Kultur aufgewachsen, nicht mit der serbischen. Ich bin mit Österreichern aufgewachsen, nicht mit Serben. Ich gehe in österreichische Schulen und nicht in serbische Schulen. Und ich bin trotzdem keine Österreicherin laut dem Gesetz. Und ich habe sozusagen alle Kriterien erfüllt, die es braucht, um eine Österreicherin zu sein, außer eben, dass ich keine österreichische Staatsbürgerschaft habe. Und das verstehe ich nicht. Viele Menschen mit einer anderen Staatsbürgerschaft leben und wachsen hier genauso auf wie eben Menschen mit österreichischer Staatsbürgerschaft. Nicht nur, dass man nicht wählen kann, wenn man Ausländer ist, man muss sich auch ständig um Aufenthaltsgenehmigungen kümmern. Und es gibt auch viele Nachteile, wenn man eine Ausbildung oder ein Studium machen möchte.
wäre wirklich sehr schön, wenn es wäre wirklich sehr schön für alle Menschen mit Migrationshintergrund und auch für alle zukünftigen Menschen, wenn sie das Gefühl Zugehörigkeit direkt von Anfang an erleben. Und wenn es gar kein Grund besteht, sie auszuschließen oder andere Menschen auszuschließen. Menschen sollten sich vor allem in dem Land, in dem sie geboren wurden, aufwachsen und leben, zugehörig fühlen. Das kann man erst komplett, wenn man direkt von Anfang an die österreichische Staatsbürgerschaft besitzt. Danke. Vielen herzlichen Dank auch an Mirjana Milenkovic. Ja, die Wortmeldungen zeigen, dass wir derzeit in Österreich ein unfaires und ausgrenzendes und auch diskriminierendes System der Nichteinbürgerung haben. Und das Ziel unserer Hier geboren-Kampagne ist klar. Wir wollen die Ausgrenzung hier lebender Menschen endlich beenden. Wir wollen, dass als erster Schritt zur Beendigung der Ausgrenzungspolitik in Österreich die unfairen Hürden für hier geborene und für hier aufgewachsene Kinder und Jugendliche beseitigt werden. Es soll in Österreich keine Ungleichbehandlung von Kindern mehr geben. Konkret fordern wir, dass alle, die hier zur Welt kommen, beziehungsweise hier schon zur Welt gekommen sind, automatisch die österreichische Staatsbürgerschaft verliehen bekommen, wenn ihre Eltern schon längerfristig in Österreich niedergelassen sind. Darüber hinaus fordern wir, dass hier geborene Kinder, deren Eltern erst kurz im Land sind, spätestens im Alter von 6 Jahren, die österreichische Staatsbürgerschaft bedingungslos und kostenfrei erhalten. Und wir fordern die bedingungslose und kostenfreie Einbürgerung aller Jugendlichen, die im frühen Kindesalter nach Österreich gekommen sind, spätestens nach 6 Jahren, damit sie in Österreich mit 16 Jahren auch wählen können und Teil unserer Demokratie sein können. Mit unserer Hier geboren-Kampagne wollen wir das notwendige Bewusstsein und den nötigen Druck erzeugen, damit es in Österreich endlich faire Einbürgerungsregeln gibt. Dazu werden wir informieren, mobilisieren und wir werden auf unserer Webseite www.hiergeboren.at Unterschriften sammeln. Vielen herzlichen Dank. Wir sind jetzt bereit, auch Fragen entgegenzunehmen. Dazu können Sie sich zuschalten und Ihre Mikrofone aktivieren und so zu Wort melden, wenn es Fragen gibt. Ja, wenn es für Sie leicht ist, können Sie natürlich auch was in den Chat reinschreiben. Also wir sind jetzt bereit. Okay, hallo, Christian Hammer von der APA hier. Ich würde gerne nochmal nachfragen zu der historischen Entwicklung mit dem Staatsbürgerrecht in Österreich. Habe ich das richtig in Erinnerung, dass das unter rot-schwarzen Regierungen verschärft wurde? Oder habe ich das falsch in Erinnerung? Und Zusatzfrage vielleicht, in welcher politischen Konstellation könnten Sie sich denn überhaupt vorstellen, dass das österreichische Staatsbürgerschaftsrecht geendet werden könnte? Ist das mit einer SPÖ-Regierungsbeteiligung leichter oder eher nicht? Also ganz grundsätzlich, das Fremdenrechtspaket war 2005, wo eben maßgebliche Verschärfungen stattgefunden haben. Das war unter Rot-Schwarz. Schwarz-Blau, Entschuldigung. Aber Verschärfungen hat es in den letzten Jahren immer wieder gegeben. Gerade erst 2019 wurden die Gebühren noch einmal maßgeblich erhöht. Das habe ich vorher nicht erwähnt. Die sind auch extrem hoch. Also die Bundesgebühren betragen über 1.000 Euro. Die Landesgebühren können auch zwischen 100 und 1.000 Euro nochmal betragen. Das wurde erhöht. Oder auch gerade letztes Jahr noch einmal die Fristen für anerkannte Flüchtlinge. Da gab es bisher verkürzte Fristen für die Staatsbürgerschaft. Diese wurden jetzt erhöht die Ansässigkeitsfristen. Also Verschärfungsbewegungen gibt es bis jetzt, egal unter welcher Regierungsbeteiligung. Zur Frage, ich bin keine Politikwissenschaftlerin, zur Frage, welche Konstellationen hier positiv werden, möchte ich nicht, kann ich mich nicht wirklich äußern.
Genau, vielleicht kann ich dazu was sagen. Also wir wollen grundsätzlich alle politischen Lager davon überzeugen, dass es falsch ist, hier geborene, hier aufgewachsene Menschen auszugrenzen. Und wir wollen natürlich insbesondere auch Menschen aus dem konservativen Bereich überzeugen. Wie richtig gesagt wurde, die größten Verschärfungen haben im Jahr 2005 unter einer ÖVP-FPÖ-Regierung stattgefunden. Und wir denken, es ist an der Zeit, nach 15 Jahren da auch Bilanz zu ziehen. Und wir sehen eben, die Bilanz ist eine äußerst negative. Österreich ist Schlusslicht in Europa, was den Zugang zur Einbürgerung betrifft. Hier geborene, hier aufgewachsene Menschen werden ausgegrenzt, werden in ihren Rechten eingeschränkt. Ihnen wird vom Staat die Zugehörigkeit verweigert. Und das sind alles Entwicklungen, die negativ sind für die Betroffenen, aber auch für unsere Gesellschaft als Ganzes. Und deswegen wollen wir eigentlich alle politischen Lager, die gutwillig sind, davon überzeugen, dass es richtig und wichtig wäre, faire Einbürgerungsregeln in Österreich zu schaffen. Gibt es noch Fragen oder möchte Herr Professor Mayer auch kurz dazu Stellung nehmen? Naja, nach der bisherigen Entwicklung kann man nur sagen, solange es in Österreich eine rechte Mehrheit gibt, solange wird sich an dem nichts ändern. Also ich habe keine Hoffnung, dass da Einsicht einkehrt. Ich erinnere, im Jahr 2004 oder in dieser Zeit hat das Land Wien versucht, für die Landtage oder für den Landtag in Wien das bestimmten Ausländern das Wahlrecht einzuräumen. Da haben die Konservativen geschäumt und der Verfassungsgerichtshof hat ihnen Recht gegeben. Mit der Begründung, quasi die Staatsbürgerschaft sei etwas ganz Heiliges und das Wahlrecht könne nur jemand haben, der Staatsbürger ist. Und das zeigt irgendwie, dass man in den Jahrzehnten eigentlich so einen Mythos aufgebaut hat. Die Staatsbürgerschaft ist etwas, was uns sozusagen mit dem Blutsgleichen verbindet. Und wer nicht dazugehört, der kann eben nicht Staatsbürger, der kann nicht wählen. Ich habe große Zweifel, dass hier politisch realistischerweise in nächster Zeit irgendwas zu erreichen ist. Drum mein Vorschlag, man sollte das über den Europäischen Gerichtshof für Menschenrechte probieren. Ich sehe da durchaus intakte Chancen. Vielen herzlichen Dank. Ich möchte hinzufügen, wir sind hier, um harte Bretter zu bohren und werden da sicher nicht so schnell nachlassen. Das heißt, unsere Kampagne ist auch darauf ausgerichtet, dass es durchaus viel Überzeugungsarbeit brauchen wird und wir werden da keine Sekunde mehr nachlassen. Gibt es noch weitere Fragen? Okay, ist jetzt im Chat eine Frage reingekommen, warum hat sich da nicht schon etwas vor der rechten Mehrheit geändert? Ja, das sind Fragen, denke ich, die muss man den politischen Parteien stellen, warum es nach der Verschärfung unter ÖVP, FPÖ im Jahr 2005 bisher nicht gelungen ist, in anderen Konstellationen diese Verschärfungen wieder rückgängig zu machen. Wichtig ist, dass die Zivilgesellschaft da sich auch zu Wort meldet, dass sie da auch Druck erzeugt. Und genau deshalb sind wir heute auch hier. Ja, ich glaube, man muss da zu der Frage noch dazufügen. In der SPÖ hat ja durchaus auch eine konservative Sicht geherrscht. Noch in den 90er Jahren war es ja nicht so, dass die SPÖ da sehr großzügig war und sehr liberal war. Das hat sich erst geändert nach 2000, als im Bund diese schwarz-blaue Mehrheit geherrscht hat. Da hat die SPÖ einen Schritt in Richtung, würde ich einmal sagen, Normalität getan. Also das war nicht immer so. Es ist jetzt noch eine Frage hereingekommen an den Professor Mayer zum Thema Menschenrechtsgerichtshof. Gibt es einen Grund, warum bisher dieser juristische Weg nicht versucht wurde? Oder hat es bereits Initiativen gegeben? Dazu kann ich nichts sagen. Ich weiß nicht, ob der Herr Professor sagen kann, ob er weiß, ob es da schon Versuche gegeben hat. Also von Österreich ist mir kein Versuch bekannt. Der Weg müsste so sein, dass jemand
versucht zu wählen und die Verweigerung des Wahlrechts bekämpft und sich dann an den Verfassungsgerichtshof und wenn der bei seiner Linie bleibt, an den Europäischen Gerichtshof für Menschenrechte richtet. Das ist ein jahrelanger Prozess, das muss man dazu sagen. Aber ich sehe da durchaus Chancen. Okay, vielen herzlichen Dank. Gibt es noch Fragen? Die Frage ist, wäre auch ein Parteienantrag auf Normenkontrolle denkbar? Das klingt auch nach einer sehr juristischen Frage. Gibt es jemanden? Ja, der wäre denkbar. Das könnte man beim Verfassungsgerichtshof geltend machen. Wäre auch ein Weg. Ich weiß aber nicht, ob der Verfassungsgerichtshof von seiner Position so ohne weiteres abweichen wird. Daher erschien es mir wahrscheinlich erfolgversprechender, wenn ein Einzelner, der in Österreich geboren wurde, seit langem da lebt und auch zur Schule geht und vielleicht auch arbeitet, dass der diesen Weg beschreitet. Vielen Dank, die Frau Dr. Wagner. Vielleicht noch als Ergänzung dazu, wie der Professor Mayer gesagt hat, ist eben eine der wesentlichen Folgen, dass junge Menschen hier nicht eingebürgert werden, dass sie eben das Wahlrecht nicht haben. Aber das heißt, wir haben hier wirklich diese zwei Hebel. Das eine ist die Einbürgerung und das andere ist das Wahlrecht. Und bei der Einbürgerung haben wir im Gegensatz zum Wahlrecht nicht diese strengen verfassungsrechtlichen Hürden, die der Verfassungsgerichtshof in diesem Erkenntnis aufgegeben hat. Und daher ist das auch ein politisch gangbarer Weg. Und das hängt hier wirklich ganz maßgeblich vom politischen Willen der beteiligten Akteure ab. Und ist aber in der Auswirkung so wichtig wie das Wahlrecht für fremde Staatsangehörige. Vielen herzlichen Dank. Gibt es noch eine Frage? Zum ersten, zum zweiten, zum dritten oder tippt noch jemand was ein? Also wir sind auch gern noch ein bisschen geduldig. Ansonsten, falls keine Frage mehr kommt, würde ich mich schon mal ganz herzlich bedanken an alle, die online dabei waren. Sorry auch nochmal für die technische Verzögerung zu Beginn. Ich hoffe, ansonsten hat technisch alles gut geklappt. Und ich möchte mich nochmal ganz, ganz herzlich bei allen Beteiligten bedanken, beim Herrn Professor Mayer, bei der Frau Dr. Wagner und ganz besonders bei den drei Schülerinnen, bei der Merime Melaku, Aileen Aildis und Mirjana Milenkovic, dass Sie heute hier waren und wünsche noch einen schönen Tag. Gibt es doch noch eine Frage oder im Chat sehe ich gerade nichts? Ja, es war die Frage, ob man über den Europäischen Gerichtshof für Menschenrechte das Staatsbürgerschaftsrecht bekämpfen kann. Das glaube ich nicht. Aber man kann den Ausschluss vom Wahlrecht bekämpfen. Denn die von mir genannte Bestimmung garantiert Wahlen, aber nicht das Staatsbürgerschaftsrecht. Also man könnte zum Beispiel das Wahlrecht von der Staatsbürgerschaft abkoppeln. Das würde natürlich alle Benachteiligungen, die sonst noch an das Nichtvorhandensein der Staatsbürgerschaft knüpft, bestehen lassen. Aber zumindest könnten die Leute wählen. Okay, dann sage ich nochmal vielen herzlichen Dank. Wenn nicht noch überraschend eine Frage reinkommt, nein, es kommt ein Dankeschön auch im Chat herein. Entschuldigung, ich hätte noch eine Frage. Ja. Ja, und zwar würde ich da jetzt gerne nachhaken, welche Beschränkungen gibt es noch, außer nicht wählen zu können, wenn man nicht die österreichische Staatsbürgerschaft hat? Kann man da vielleicht auch noch was dazu sagen? Genau, also grundsätzlich ist die Staatsbürgerschaft der ganz wesentliche Schlüssel zur politischen Gleichstellung im Wege des Wahlrechts, soziale Gleichstellung, aber auch sonst beispielsweise das Recht jederzeit in ein Land einzureisen ist nach wie vor ein Staatsbürgerschaftsrecht. Diplomatischer Schutz ist nach wie vor ein Recht, das mit der Staatsangehörigkeit verknüpft ist. Aber auch, wie, glaube ich, die Schülerinnen gezeigt haben, hängt mit der Staatsbürgerschaft einfach auch ein ganz massives Zugehörigkeitsgefühl zusammen. Das sind, wenn man hier geboren ist und sich ständig um die Verlängerung seines Aufenthaltstitels
kümmern muss, wenn man hier geboren ist und nicht den gleichen Zugang zu Sozialhilfeleistungen hat. Das alles sind ganz faktische Auswirkungen, die eine so restriktive Einbürgerungspolitik auch mit sich bringt. Naja, und Beschränkungen gibt es ja auch am Arbeitsmarkt. Der Zugang zum Arbeitsmarkt ist ja für Ausländer restriktiver geregelt und auch der Zugang zur Universität ist restriktiver geregelt. Also das sind schon wesentliche Dinge. Genau, und es gibt auch einzelne Sektoren am Arbeitsmarkt, die überhaupt nur österreichischen Staatsbürgerinnen und Staatsbürgern offenstehen, wie zum Beispiel der Polizeidienst oder der Dienst auch im Bundesheer. Also es gibt ganz gravierende auch Alltagsauswirkungen und natürlich auch die Frage Zugang zum Wohnungsmarkt, Wohnungen finden, da ist auch oft die Staatsbürgerschaft nicht unerheblich dafür. So ist es, ja. Genau, jetzt warten wir doch nochmal kurz, nachdem immer wieder Fragen hereintröpfeln, ob noch eine kommt. Im Moment sehe ich keine. Dann würde ich mich zum dritten Mal verabschieden und Ihnen sehr herzlich danken fürs Dabeisein. Nochmal auch dem Podium sehr herzlich danken fürs Dabeisein. Und nochmal darauf hinweisen, unsere Kampagnenseite ist hiergeboren.at, die mit dem heutigen Tag startet. Und mit dem heutigen Tag startet auch unsere Unterschriftenaktion auf hiergeboren.at. Vielen herzlichen Dank. Schönen Tag. Wiedersehen.